Hey Leute, willkommen zurück zu What's Nightmare mit einer ziemlich schlechten Nachricht. Warte mal, wir gehen in das Level rein und wir fangen von vorne an. Ist ja eigentlich, doof gesagt, auch logisch, weil ich habe das Spiel ausgemacht. Ich habe gesagt im letzten Part so, ja komm, ich mache eine Pause, ich habe voll viel davon. Dachte ich mir aber so, okay, mach's aus. Oh. Ach, okay, davon sterbe ich. Ja, toll gelaufen. Gut, habe ich mich ein bisschen rausgebackt. Das hat mich jetzt mein Viech gekostet. Ich komme ja auch wahrscheinlich gar nicht mehr lebend raus, ne? Komm, dann töten wir uns. Ja, ich habe dann so, ne, ausgemacht. So, nächstes Mal mache ich dann weiter. Und dann, als ich ausgemacht habe, dachte ich mir auch so, Moment mal. Wenn ich ja mitten im Level ausmache, dann speichert er auch die Checkpoints gar nicht. So, logisch. Und jetzt hat er das Spiel neu gestartet? Was? Das ist aber nicht was. Okay, dann haben wir uns zumindest unser Leben zurück. Das ist cool, aber wieso bin ich jetzt zurück? Ich habe nicht... Ich meine, soweit ich weiß, gibt es nicht mal einen Knopf zum Neustarten. Oder den gibt es vielleicht schon, aber ich habe jetzt auf jeden Fall auf dem Gamepad da nichts drauf derartiges. So. Mal gucken, wie erfolgreich wir als Simon sind, weil... Oh, fuck. Okay, gar nicht so erfolgreich, würde ich mal sagen. Ich weiß nicht... War die Waffe beim letzten Mal auch schon da? Die hier? Gucken wir, wie das ja... rausschaffen. Also ich habe noch anscheinend zwei Lebensbalken übrig, oder? Falls man den trauen kann. Mein Dings ist da oben wieder fehlend. Das, was das hier anzeigt. Hey, Moment, wieso habe ich denn das wieder? Hä, ist das Spiel jetzt gebuggt oder so? Ich habe doch meinen Anzug verloren. Okay, besser für mich. Das wollte ich nicht. Ich wollte das eine Ding eigentlich hauen, aber gut. Jetzt kann ich den vielleicht töten? Keine Ahnung. Mann, das ist doch doof so. Ich habe da auf Select noch eine andere Waffe. Darf ich jetzt natürlich nicht benutzen, weil das Spiel gebuggt ist oder so. Mist. Habe ich's verloren. Jetzt bin ich fast tot. Ich könnte versuchen... Moment. Das zu nehmen und diesmal auch den Stern zu kriegen, weil... der ja auf der linken Seite spawnt. Ist das bescheuert? Oder ist das bescheuert, was hier gerade wieder mal passiert ist? Ja, gut, jetzt sind meine 10 Kirschen wieder auf 0 runter. Meine Chance, hier mit Sternen runterzukommen, die ist... Wieso startet das... Wir machen einfach aus. Ich mach mal einen Cut und mach das Spiel wieder von vorne an. Wieso resettet er sich immer von vorne? So, hab's mal kurzerhand neu gestartet. Mal gucken, was jetzt so ist. Das Ding ist immer noch gebuggt oben. Was ist denn das? Hier oben habe ich eigentlich eine Leiste. Nicht so eine Leiste, sondern... Ja doch, eigentlich schon. Wo eigentlich so mein Item steht, welches ich als Waffe benutzen kann. Aber es wird mir nicht dargestellt. Das finde ich echt doof. Mist. Ich will auch nicht das haben, ich will das andere haben. Und ich kann es nicht auswählen, weil... ne? Ich habe das Spiel extra neu gestartet, das ist jetzt doof. So, ich hoffe wenigstens... Es wird jetzt nicht nach jedem Tod oder so. Ach, da krieg ich ein neues Ding. Das ist nett. Ach, scheiße, das ist nicht nett, dass ich jetzt da oben wieder verfrachtet wurde. Fuck it. Guck mal, ich mach einen Sprung und dann... Ne? Ich muss so einen ganz kleinen Sprung noch machen. Ja, das ist jetzt doof. Das Coole ist, ich habe meine neuen Kirschen wieder. Ne, das Blöde ist halt... Ich hoffe, der wird jetzt nicht sich immer wieder neu starten. Wow, das war gut. Ob ich das nochmal schaffen werde, jemals? Wow, den habe ich gekillt. Angst. So, wir gehen hier rüber. Ich warte, sobald ich das Ding habe und dann... Okay, ganz schnell. Ach, schnell! Jetzt zählt jede Sekunde. Ich muss schnell bis zum nächsten Raum schaffen. Komm, runter. Ich muss schnell Birdo noch besiegen. Mist, er hat ihn nicht besiegt. Hm, das sieht jetzt nicht mehr gut aus. Da ist der Schlüssel. Ja. So, jetzt muss ich nur schaffen, ohne zu sterben, zum Ding zu kommen. Okay, gut, gut. Hey, cool, mein Schild kann Sachen abwehren. Ist ja klasse. Wow. Okay, wir haben es jetzt schon mal bis hierhin geschafft. Moment, die kriege ich auch tot. Boah, wie die rumjumpen. Hilfe, so viele Projektile. So, das krieg ich auch. Wow. Bisschen Hähnchenkeule. Da ist eine Waffe.
Moment, ich kann doch bestimmt werfen, oder? Ich kann nichts werfen irgendwie. Oh Gott. Ja, geht noch, solange ich dieses Ding nicht verliere. Ich glaube, ich bin ja echt ganz gut aufgehoben mit Simon. Och Mann. Na komm. Weil er halt auch ich mit ihm, ne, dieses Anzugding haben kann. Was mich vielleicht vor hin und wieder mal einem Treffer bewahren kann. Hoppala. So, kurz nicht getroffen werden. Ein Schuss. Und schnell abhauen. Wow. Geht was weg. Der ist noch da. Ach, da krieg ich sogar ein neues. Guck mal, wie großzügig. Ach, ich muss auch eigentlich auch in diese Tür rein. Uah! Scheiße, jetzt habe ich es verloren. Oh, nee. Jetzt habe ich es verloren. Ich habe ein neues eingesammelt und das alte ist verloren. Das heißt, ich habe jetzt keins mehr. Also von den Anzügen rede ich. Shit. Toll, das ist jetzt doof. Aber ich kann zumindest nach oben schießen. Aber der springt genauso, dass ich... Ja, aber so mache ich das dann. Okay, der Raum ist dann easy going, denke ich. Zumindest, sobald hier keine böse Überraschung kommt. So, Kirschen fleißig sammeln. Da kriege ich neues Leben. Die Musik ist natürlich gruselig. So, da kriege ich neues Leben. Versuche ich den erstmal besser zu töten hier. Ach, scheiße. Aber ich habe jetzt, glaube ich, eh wieder Leben voll. Manchmal, ich glaube, das liegt auch daran, wenn es gebuggt ist, dann ist meine Lebensleiste, guck dir in 2-2-2 Abschnitten, ne? Also 2 und dann eine Lücke. Sonst ist das ja auch immer so, dass es komplett angezeigt wird, als ein langes Ding. Falls ihr mal darauf geachtet habt. Aber es ist dann manchmal wieder nicht so. Zum Beispiel unter den Umständen, wenn meine Leiste nicht angezeigt wird. So, ne? Das ist immer ein bisschen komisch bei Simon. Oder generell, also es gibt ja auch, ich glaube, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Charakter wechseln würde auf Wild oder so, dann hätte er auch keine Lebensleiste, so zum Beispiel. Ach Mann, ich wollte da gar nicht hoch, ich wollte erstmal das hier nehmen. So, ich versuche alles eine Sache nach der anderen zu erledigen. Hm, das hat jetzt nicht so geklappt, wie ich es mir erhofft habe. Den töten. Wunderbar, das macht eine Kettenreaktion. Aber löst eine Kettenreaktion aus, mal auf Hochdeutsch. Da gibt es nochmal ein neues Leben. Also das Level ist schwer und ich habe mich auch... Ach Mist. Ist jetzt noch, ja ich sag mal, nicht schlechter angestellt, nur weniger Erfolg gehabt. Aber ich glaube, boah, jetzt bin ich am Arsch, glaube ich. So ein bisschen. Also mit Simon ist das, glaube ich, zwar schwierig, aber möglich. Oh Mann, man schießt ja mal nicht. Ach komm hier. Ich treffe nicht, oder? Ich habe ja auch nur begrenzte Munition, nur... Das wird mir ja nicht angezeigt. Okay, hoch. Checkpoint, oder? Ja, Checkpoint. Neues Anzuggerät. Alles ist gut. Das ist jetzt nicht so gut. Autsch. Boah, da oben ist die Party. Und hier haben wir im letzten Part auch aufgehört. Tschö. Bleiben wir mal hier. Mist, ich kann nicht nach oben schießen, während... So. Alle töten. Ich weiß jetzt gar nicht, wohin eigentlich mit mir. Wow, Waffenarsenal. Das ist gut. Wow. Wow, warum spawnen da so viele Viecher? Ich krieg auch einen... Okay. Erstmal runter. Birdo töten? Ich kann Birdo nicht töten. Ist ja krass. Ich weiß nicht, ob ich ihn töten muss für einen Schlüssel oder so. Das ist es. Deswegen mache ich das jetzt hier. Krass, das hat ja mal gar nicht geklappt. Ha, ich wurde nach oben teleportiert und er lebt noch. Okay, ich bin sogar tot. Das ist hart. Probieren wir es einfach nochmal. Guck mal, ich starte auch mit 3 Lebenspunkten und nicht mit 4, wisst ihr, was ich meine? Wir gehen einfach durch. Ich habe natürlich jetzt die Gelegenheit verpasst, mit Stern hier durchzukommen. Für diese Runde oder für die nächsten paar Runden sogar. Leider. Boah, kommen hier Viecher an. Boah, fuck. Shut up. Mist, ich habe trotzdem mein Power-Up verloren. Aber lass mich erstmal richtig
analysieren. Ich habe ja links, wie ihr seht, dieses... Ich darf auf Gegner drauf springen. Ich darf aber trotzdem nicht auf die Gegner drauf springen. So. Ja, mit einer Waffe. Ach scheiße. Ist das natürlich schwieriger, hier durchzukommen. Mann. Boah, die droppen, oder? Also nicht droppen, sondern genau das passiert. Wollte ich gerade ansprechen. Bitteschön. Die Waffe ist scheiße, die trifft ja echt niemals. Boah, oben lang, das wird ein Riesenvergnügen, glaube ich. Ich weiß gar nicht, welche Waffe was kann so. Wow. Okay, wieder ein paar tot. Jetzt muss ich hier... Boah. Töten, töten. Scheiße, ich wurde erwischt. Mache ich alle nacheinander fertig, würde ich sagen. Nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Der schmeißt auch neue Gegner raus. Mann, das ist mich auch trotzdem jedes Mal erwischen. Jetzt habe ich wieder nur noch einen Lebenspunkt. Das ist schlecht. Wow, fuck, Ninji. Kann nicht irgendeiner... noch mehr Gegner. Es hört nicht mehr auf. Okay. Kann ich mal irgendeiner vielleicht Leben fallen lassen oder so? Es hört nicht auf, Gegner zu sein hier. Ah, da droppt einer was, aber soll ich mir das denn holen, bitte? Ja, das ist weg. Boah. Okay, wir töten sie alle nacheinander hier. Alle nacheinander. Ich hoffe, dass die Zeit auch wert. So, Sicherheitsabstand so ein bisschen. Boah, noch mehr. Es hört nicht mehr auf. So, dich kriege ich auch noch. Mehr Gegner. Ah, da ist schon mal der rote Schlüssel. Und noch mehr kleine Viecher. Ja, die sind halt nicht aus dem Mario-Spiel, würde ich sagen, ne? Also zumindest wüsste ich das jetzt nicht. Wow. Nicht so schnell. Oh, fuck. Okay, mein Schild. Mist. Genau. Ah, das ist jetzt ärgerlich. Das ist wirklich ärgerlich, Mann. Ah, wisst ihr was? Ich gehe in den Laden und kaufe mir eine einmal mehr treffen darf Dings. Aber nur das. Dann habe ich 400 Dollar wieder ausgegeben. Boah. Oder vielleicht irgendwie eine Waffe, die besser... Die ist, glaube ich, nicht schlecht. Oder ich will eigentlich die. Ich weiß gar nicht. Ich hatte die eigentlich auch in der Ausrüstung, aber die ist ja verschwunden irgendwie mit dem Bug oder so. So, also nochmal. Okay. Und weiter geht's. So, jetzt habe ich doch genau das. Ja, da führt, glaube ich, kein Weg dran vorbei. Ich kann den irgendwie nur so aufhalten. Ja, und jetzt muss ich wieder ganz langsam nacheinander alle Gegner töten. Wie vorher auch. Kostet leider viel Zeit. Vielleicht hole ich mir auch so eine Waffe. Ja, darauf habe ich gewartet, dass das hier passiert. So, hier muss ich auch noch ein bisschen kämpfen. Werden auch ein paar Gegner losgelassen, freigelassen. Okay, ich muss ja dann hier oben lang gleich und das wird unschön. So, nehmen wir uns mal wieder... Ist das eine Shotgun? Ich habe schon wieder vergessen. Okay, der ist noch gebuggt irgendwie. Sollte eigentlich tot sein. Ach nee, das ist so eine. Wow, ich werde getroffen. Mies. Yeah, guck, die Waffe ist schon mal besser als die andere, würde ich sagen. Deswegen. So. Und sie ist leer. Au. Wow. Irgendwie ein Leben bekommen. Lass mich mal bitte in Ruhe. Den kriege ich. Ah, Mann. Ich werde zwar mal wieder dabei getroffen, aber ich kriege ihn. Hey, cool. Ich krieg voll die Leben. Aber seht ihr, ich sammle das Essen ein, aber meine Lebensleiste füllt sich nicht komplett. Was, glaube ich, auch irgendwie mit Bug zusammenhängt.
Naja. Ich weiß, können wir eine neue Waffe mehr aufheben gehen, aber brauche ich eigentlich gar nicht. Quatsch. Ich kann die auch ouch, gut so besiegen, sag ich, und werde noch getroffen. So. Aufräumen. Zack, zack, zack. Alle weg. So, hier bin ich eben gestorben. Seht ihr, es hätte auch so einfach gehen können. Hm. Ich kann ja versuchen, hier... Ich hätte das vielleicht nicht einsammeln sollen, Gott. Hier, das bringt auch nichts. So viel Keulen, wie die fallen lassen, Gott. So. Ah ja, jetzt muss ich gleich einen unangenehmen Weg gehen, auf jeden Fall. Nämlich hier oben lang, wo ja immer wieder neue Viecher spawnen. Und direkt erwischt. Und direkt ist das Ding weg, ey. Kaum geguckt, schon weg. Komm, ich rutsche jetzt einfach hier durch. Hat ja keinen Sinn sonst. Ach du Scheiße. Okay, ich hätte wieder hochgetragen. Wie viele sind denn das? Okay, Scheiße, jetzt bin ich fast tot wieder. Eine Spuck mit Lava. Oh, nicht noch ein Birdo. Ich kann unmöglich jetzt einen Birdo besiegen. Der ist in der Wand. Okay, er ist weg. Ja, jetzt habe ich nur die hier alle an der Waffe. So, das habe ich auf Reserve, auch wenn man es nicht sehen darf, ne? Hm. Naja. Boah, wie viele. Ja, ein paar kriege ich auch tot so, ne, damit. Aber es werden ja immer, es spawnen ja auch immer wieder neue. Das ist das Problem. Tja, der Birdo muss anscheinend irgendwie sterben. Ich habe nicht unendlich Schuss. Ich kann nur nicht sehen, wie viele ich habe, ne? Aber irgendwann ist er auch vorbei. Jetzt ist vorbei. So, wie gehen wir jetzt am besten vor, wenn der Raum gefüllt ist? Ich kann ja auch schlecht wieder hoch. Ich kann das hier noch nehmen. Scheiße, das war mein Ersatztreffer. Und das war mein... Wow, das war jetzt alles umsonst. Das will ich nicht, ey. Ich will nicht, dass das jetzt alles umsonst gewesen ist. Mist. Ich weiß aber auch nicht, wie ich hier weiterkommen soll, einfach. Ich krieg diese Birdos nicht tot, weil die viel zu viel Leben haben. Guck mal, ich kann die nicht mal abwehren, diese Eier, die die schmeißen. Warte mal. Ich habe eine Idee. Für welche ich mich jetzt erstmal töten, wahrscheinlich. Und versuche jetzt wieder mit Wild zu spielen, weil. Klar, mit ihm habe ich diesen Anzug nicht, aber mit ihm kann ich schießen. Das ist so die Eigenschaft, die mir noch fehlt mit Simon. Guck mal, wie YOLO-mäßig ich hier durchgehe. Und trotzdem irgendwie darf. Irgendwie. Keine Ahnung, was hier gerade los ist. Komm, das Geld sammle ich zumindest noch. Die Keule auch noch. Irgendwie komme ich ja voll durch, wenn ich hier auf blind spiele. Also. Einfach blind durch, meine ich. Ist ein bisschen komisch und traurig, aber so ist das halt. Ach, hier auch noch. Autsch, okay. Hab mein Fett wegbekommen. Ja, rein damit, ja. So, da bin ich tot. Ja, ich würde ja gerne den Charakter wechseln. Soweit wie hier wollte ich ja gerade gar nicht mal spielen. So, ich spiele jetzt dann wieder als Wild. Ich glaube nur, durch den Bug, dass das Spiel hat, obwohl ich es auch neu gestartet habe, werde ich keine Lebensleiste haben. Doch, ich habe eine Lebensleiste, das ist gut. So, mal sehen, ob ich den hier töten kann. Ich muss mich jetzt erstmal daran gewöhnen, keinen Doppelsprung zu haben. Das ist das Harte. Mist, boah, ich kann die echt nicht abwehren. Das muss ich auch erstmal realisieren. So, drei fette Schüsse schon drauf. Mist. Boah, keine Chance, ey. Warte, Munition wieder voll. Das ist schon mal gut. Noch mehr Fetische. Oh, okay, cool, wir haben ihn tot. Aber wir erfahren, er gibt uns nichts an Items.
Mist. Was hat mich denn jetzt genau getroffen? Also klar, irgendein Schuss von irgendwem, aber... Naja. Gut, das heißt, ich würde wahrscheinlich einen Treffer kassieren lieber und dann einfach nur durchgehen. Ja, toll. Ich wollte auch bestimmt da hoch. Ja, toll. Okay. Mann. Hier klappt aber echt gar nichts. Hält zu viel aus. Wo kam die denn jetzt auf einmal von oben her? Oh Gott, ey. Oh, ich sehe schon, mit Y wird das kein bisschen besser. Kein bisschen besser. So, jetzt haben wir es mit nur einem kassierten Treffer drin. So, und ich werde jetzt direkt hier hingehen für... Waffen halt. Oh Gott. Stirb doch mal. Oh, nee, ey. Hier, friss das. Guck mal, wie ich hier zugeschissen werde. Ah, toll. Wie soll ich hier wieder mit nur einmal Treffen durchkommen? Das ist... Ah, schlimm. Und dann... Ich komme hier gar nicht durch. Ey, mit Simon hatte ich noch eine Chance. Ich dachte, Wild wäre besser wegen Schießen so. Vielleicht für diesen Endfight ist der auch besser. Boah, und ich werde zurückgedrängt für... Okay, ich wurde doch nur einmal getroffen. So, der Raum hier ist schon pure Folter. Okay, da kommen die Viecher. Ja, auf den da warte ich auch noch. So, ich weiß gar nicht, welche Waffen... Boah, die ist cool. Warte, dann schieße ich damit auch mal hier durch. Damit ich die auch los bin. Das muss ich nur hoffen, dass auch mal jemand von denen ein bisschen Leben fallen lässt. Wieso stirbt der denn auch nicht? Ah. Okay, alle lassen Munition fallen. Das ist echt toll. Ha. Da kommt alle her. Geld lassen sie fallen. Ich will aber kein Geld. Ein bisschen Leben. Das ist alles, was ich brauche. Wow. Ich sehe Ninji. Ich sterbe. Ganz einfach. Wow, tot. Wow, tot. So ungefähr. Ja, Wild ist dann doch nicht so ein Vorteil. Fortwild. Ach, keine Ahnung. Ach, keine Ahnung. Komm, ich skate jetzt einfach durch wie so ein Hipster. Ja, tschö. Das klappt nicht. Ich muss zurück auf den anderen. Da bin ich sogar blind durchgegangen, hab's auch irgendwie geschafft. Das klappt mit Wild einfach nicht. Habe ich nicht jemanden, der schießen kann und genauso viele Qualitäten bieten kann wie Simon Belmont? Ich glaube nicht. Oh, das ist echt frustrierend, dieses Level einfach nur. Man macht so gar keinen Fortschritt, nix. Oh, meine Dings ist wieder aufgetaucht, meine Leiste oben. Und auch wie viele Schüsse ich habe. Wie nett. Das ist doch cool. Okay, auf ein neues. Wir warten. Okay, das ist genug gewartet. Seht ihr, allein diesen Vorteil habe ich schon. Zack, schießen. Solche Sachen. Meine Lebensleiste sieht jetzt auch wieder normal aus. Also meine Lebensleiste, ne? Da seht ihr. Ich glaube, sie ist jetzt auch wieder voll. Also, was sie eben nicht mal sein konnte. Unfreundlicherweise. Wir versuchen mal da oben die zu töten. Die spawnen ja auch, glaube ich, nicht wieder neu. Wow, nicht so nah ran. Wow, Ninji, Alter. Okay, ich verstecke mich mal hier. Ja. Seht ihr, soweit bin ich noch nicht mal überhaupt mit Wild gekommen. Also, Vorteil. Zack, alle weg. Kommt alle her. Ich mache euch alle kalt. Wow, da wollte ich nicht hoch. Tja, aber anscheinend muss ich immer hoch, immer wenn ich ein zerschampfe. Thank you.
dass auch alles explodieren muss und irgendwelche Gegner auskacken muss oder so von diesen Viechern, dann dauert das immer dreimal so lange. Guckt es euch an, wie viel jetzt hier kommen. Wow. Shit. Jetzt muss ich vorsichtig sein. Ich drück mal nix. Okay, jetzt. Jetzt habe ich eine Kettenreaktion. Alles in die Luft. So, okay, der eine hat sich in die Luft gebackt irgendwie. Ich kann versuchen, von hier, soweit ich kann, Gegner zu killen. Oh. Wow, was für eine Explosion. Cool, ich kann immer auch dashen. Zwar nicht vom Boden aus, aber aus der Luft aus. Mist, wo kommen die immer her? Jetzt wurde ich getroffen. Egal, dafür habe ich ja vorgesorgt. Genau für diese Nummer. Aber die kommen immer aus dem Nix. Oh fuck. Ich kassiere zu viel. Gut, dass ich noch ein bisschen Leben bekommen habe. So, jetzt renne ich erstmal zurück. Und mir das. Oh, die lassen auch Leben fallen. Ich krieg das noch nie. Ja, welche Waffe... Oh, fuck. Noch nicht zu mir, Alter. War die gut? Die? Welche waren die mit diesem fetten Laserschuss? Die war das doch, oder? Die nehme ich mit. So, ich skate hier einfach durch. Warte, ich bin noch nicht getroffen. Ich renne sogar zurück, so doof ich bin. Mist! Ah! Kurz bevor es zu Ende war, wurde ich dann doch noch getroffen. Weg mit dir. Mist. Oh, zwei Treffer und der ist tot. Ist ja der Wahnsinn. Okay, dann muss ich jetzt wieder zurück. Oh, das habe ich nicht bedacht. Aber ich kann dir noch... Boah, der Rückweg ist scheiße. Ja, der Rückweg ist scheiße. So, ich hoffe, in diesem Raum kommen jetzt erstmal nicht direkt sofort Gegner, die mich instant töten, sondern ein Checkpoint. Das sieht aus wie das Ziel. Ah, Ziel. Okay, wisst ihr, was ich glaube? Das Level wurde nicht vervollständigt so ganz, weil... das echte Level ist ja auch nicht vorbei und Ward kommt ja gar nicht vor. Ich glaube eigentlich, Ward würde auch vorkommen, aber... Die Sache, die zählt, ist, wir haben es geschafft. Ich bin doch ein bisschen enttäuscht, weil ich habe eigentlich gedacht, das Level würde noch weitergehen. So viel kennen, würde eigentlich gar nicht mehr kommen. Es würde jetzt, glaube ich, ein, zwei Räume kommen. Also im echten Spiel jetzt dieser Adler-Kopf-Boss und dann Ward. Ne? Aber also ich habe jetzt auch gedacht, hier würde das auch so in der Art kommen, aber kam nicht. Nur im schwersten Raum ist dann zu Ende gegangen. Aber es ist auch die gute Nachricht zugleich. Wir haben es geschafft. Wir haben wirklich einer der schwersten, wenn nicht sogar das schwerste, Level geknackt und besiegt. So, Level 8 ist da hinten, aber Level 8 ist anscheinend nicht verfügbar. Wechseln den Charakter und spielen im nächsten Part weiter. Ich würde sagen, mit... Hatte ich den noch nicht. Ich hatte eigentlich alle schon in letzter Zeit. Metanoid. Probieren wir es mit Metanoid. Wir würden im nächsten Part erstmal einen Bossfight machen da, ne? Gucken, wie das so wird. Und Level 8 scheint gesperrt zu sein. Das heißt, wir halten mal auch schon Level 9. Wo ist Level 9 dann? Level 9? Da oben. Ist auch nichts. Aber Level 10 ist frei. Und Level 10 wird sein The Energy Zone. Zone. Ich hab's komisch ausgesprochen gehabt. The Energy Zone. Also, im nächsten Part dann. Was anderes. Wir sind weitergekommen. Ich hab's durch und ich bin sehr stolz. Ja, danke fürs Zuschauen, Kids.